Ich bin heute bei Kodiak Tattoo in Hamburg und treffe hier Maren und Alina. Ich bin Alina, ich bin Tätowiererin und habe 2016 Kodiak Tattoo in Hamburg gegründet. Ich bin Maren, Hygienedozentin und bilde in Arztpraxen Mitarbeiter zu Hygienebeauftragten aus. So, also euer Studio ist ja nun relativ neu hier auf St. Pauli. Wie ist das denn eigentlich so, wenn man so ein neues Studio aufmacht? Gibt es dann Vorschriften, Hygieneaspekte, die man beachten muss? Oder könnt ihr euch da frei austoben, auch was die Materialien jetzt betrifft? Du hast vor allem die Vorschrift, dass du den Tattoo-Raum vom Eingangsbereich trennst. Das heißt, du brauchst mindestens zwei Räume. Alles muss zu desinfizieren sein. Das betrifft die Wände. Die haben bei uns zum Beispiel eine Latexschicht, sodass du alles abwaschen kannst. Ebenso die ganzen Einrichtungsgegenstände. Ja. Du kannst jetzt keinen Teppich reinlegen, weil den kannst du schlecht desinfizieren. Ja. Sondern auch der Boden muss abwaschbar sein. Ja. Gibt es da noch was hinzuzufügen aus deiner Sicht, Maren? Naja, das Wichtige ist einfach, wenn wir schon von Reinigung und Desinfektion sprechen, dass man weiß, es gibt keinen sterilen Dreck. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Verkrustung habe, wo ich einen Fleck habe, muss der erstmal weggeschrubbt werden. Und wenn es dann wieder trocken ist, dann kann ich mit Desinfektionsmittel raufgehen, sonst wirkt es nicht anständig. Reinigen, desinfizieren, sterilisieren wäre die richtige Reihenfolge, in der man alles behandeln sollte. Wie bereitest du dich dann vor? Wie ist dein Arbeitsvorgang sozusagen, um den Arbeitsplatz vorzubereiten? Also vor und nach dem Tätowieren desinfizieren wir grundsätzlich alles, was wir benutzt haben oder was wir auch vermeintlich nur angefasst haben. Also alles, womit du irgendwie in Berührung kommst, wird desinfiziert und dann auch abgedeckt. Und das ist so die erste, du legst dein Arbeitsmaterial bereit, die Nadeln und die Griffstücke zum Beispiel, die sind ja eben Einwegprodukte, die sind steril eingepackt und die benutzen wir bzw. öffnen wir tatsächlich auch erst vor dem Kunden. Ah, okay. Wie oft wechselst du dir zum Beispiel deine Handschuhe, wenn du jetzt, sage ich mal, 3 Stunden tätowierst? Tatsächlich relativ oft, ja. Einfach weil du mal was nachfüllen musst. Ja, ne? Wir haben ganz kleine Farbe. Klar, dann selbst dann musst du sie ja ausziehen. Ne? Immer, richtig. Ja, genau. Okay. Sonst würdest du quasi mit den Kontaminierten wenn du dann alles anfasst. Ja. Was mich auch interessiert, ist die Tattoo-Farben. Ne? Also da gibt es ja auch dann Vorschriften. Ich habe gehört, dass die auch schlecht werden können oder ablaufen können. Wie funktioniert das da? Tatsächlich ist es so, dass sie Verfallsdaten haben. Mhm. Die meisten Farben sind von 6 Monaten bis 12 Monate haltbar circa. Für uns ist es so, dass wir, wenn wir die Flasche öffnen, das Datum des heutigen Tages ja noch draufschreiben oder das jeweiligen Datum. Dann bist du natürlich dann immer, okay, jetzt kann ich sie richtig, verwenden. Genau. Das heißt, du kannst es vorher checken, kannst sie dann benutzen und dann bist du auf der sicheren Seite. Und wichtig ist auch, dass du sie natürlich vorher abfüllst. Das heißt, wir benutzen sie nicht aus der Originalflasche, sondern wir füllen sie uns ab in kleine Becher. Zum einen, weil du die Menge gar nicht brauchst. Und zum anderen, was noch der wichtigere Punkt ist, dass du die Farbe nicht kontaminierst. Das, was man in der Medizin im Vergleich halt in den Menschen hineinbringt, wären dann zum Beispiel Impfstoffe. Da ist es heutzutage so, dass die wirklich vorportioniert sind, wir also dieses Haltbarkeits- oder Mehrfachbenutzproblem weitestgehend ausgeschlossen haben. Aber auch hier ist es natürlich wichtig, dass wir eine Chargendokumentation machen, also wirklich sagen, das und das haben wir benutzt. Und beim Impfen wäre es jetzt so, dass es den Patienten dann in den Impfausweis hineingeklebt wird, der Barcode zu dem Impfmittel. Wie ist das denn eigentlich zum Beispiel mit den Nadeln jetzt? Werden die dann danach einfach normal im Müll entsorgt oder muss man die speziell entsorgen? Gibt es da ein spezielles Verfahren dafür? Du brauchst spezielle Abwurfbehälter. Mhm. Das heißt, die müssen stichfest sein und dementsprechend gekennzeichnet. Mhm. Und dann kannst du sie, wenn du das alles einhältst, tatsächlich auch im Haus Müll entsorgen. Vielen Dank für deinen Input zu dem Thema. Es ist super interessant und man kann echt noch viele Sachen lernen. Aber nochmal die Frage, was könnte man deiner Meinung nach noch machen, um Tätowieren noch besser zu und sicherer zu machen und das Risiko auf Infektionen komplett zu vermeiden? Also ich glaube, es ist wichtig als Tätowierer, dass wir schauen, dass wir so hygienisch wie möglich arbeiten, dass wir wirklich desinfizieren, die richtigen Einwirkzeiten, die richtigen Mittel benutzen. Denn es ist unsere Verantwortung, dass wir das Bestmögliche abliefern. Und ebenso ist es aus Kundenseite so, dass er mitverantwortlich ist und dass er wirklich einen ganz großen Teil dazu beiträgt, dass das Motiv ordentlich abheilt. Das ist, glaube ich, mit das A und O, denn viele schieben das direkt auf den Tätowierer und auf die Arbeitsweise. Aber der leichte Weg halt. Richtig, genau. Wir haben maximal 2 bis 3 Stunden mit der Wunde zu tun und die Folgetage sind eben in Kunden oder liegen in Kundenhand. So, ihr beiden, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant, aufschlussreich und ich habe auf jeden Fall einiges gelernt über das Thema Hygiene, gerade in Bezug aufs Tätowieren.
Und ihr vergesst bitte nicht, Skin Stories auf Instagram zu folgen. Und ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, egal zu welchem Thema, was Tätowieren angeht, stellt die Fragen. Ihr werdet auf jeden Fall eine Antwort bekommen.